Bei uns geht es heute um pfannengerührtes Rindfleisch mit Gemüse. Ganz unkompliziert im Wok gebraten und mit asiatischen Gewürzen perfekt abgeschmeckt. Sie brauchen dafür ein schönes Stück Rindfleisch zum Kurzbraten wie Rumpsteak oder Filet, in Streifen geschnittenes bunt gemischtes Gemüse ganz nach Ihrem Geschmack, hier sind es Paprika, Zwiebeln, Chinakohl und Frühlingszwiebeln, und dazu ein paar typische Gewürze und Kräuter aus der Asiaküche. Schneiden Sie das Fleisch mit einem scharfen Messer in ungefähr 1,5 cm dicke Scheiben und dann in Streifen. Wie breit die sein sollen, können Sie selbst entscheiden. Mischen Sie das Fleisch nun mit etwas Öl, dann klebt es beim Anbraten nicht zusammen. Für eine würzige Soße, die dem Ganzen später den typischen Geschmack geben wird, mischen Sie schon mal Fischsoße, Austernsoße, Fond und etwas braunen Zucker. Verrühren Sie alles gut, damit sich die Zuckerkristalle auflösen. Lassen Sie einen Wok oder eine große Pfanne bei mittlerer bis starker Hitze heiß werden. Braten Sie das Fleisch darin etwa 2 Minuten an, und zwar portionsweise, damit es kein Wasser zieht. Wenden Sie es dabei ab und zu mit einem Pfannenwender oder einer Wokschaufel. So bräunt es schön gleichmäßig. Geben Sie das Thai-Basilikum zum Fleisch. Garen Sie es kurz mit, so dass es etwas von seinem intensiven Aroma schon mal an das Fleisch abgibt. Nehmen Sie die Mischung aus dem Wok und stellen Sie sie kurz beiseite. Erhitzen Sie das restliche Öl bei mittlerer Hitze im Wok und schwitzen Sie die gehackte Chilischote und den Knoblauch darin an. Der Knoblauch soll dabei nicht dunkel werden, sonst schmeckt er bitter. Nun kommen die Gemüsesorten mit der längsten Garzeit in den Wok. Hier sind es Zwiebeln und Paprika. Und werden 5 bis 6 Minuten bis fest gebraten. Rühren Sie das Gemüse dabei immer wieder durch, dann gart es schön gleichmäßig. Kurz vor Schluss wandern die Gemüse mit kurzer Garzeit wie Frühlingszwiebeln, Kohl und Sprossen in den Wok. Sie werden noch 1 bis 2 Minuten mitgebraten. Gießen Sie jetzt noch die vorbereitete würzige Soße zum Gemüse und kochen Sie bei starker Hitze alles einmal auf. Mischen Sie das gebratene Rindfleisch unter und lassen es nochmals warm werden. Fertig ist ein wunderbar leichtes und schön knackiges Wokgericht, das Sie ganz nach Lust und Laune natürlich auch mal mit Schweinefleisch oder Geflügel brutzeln können. Als Beilage empfehlen wir lockeren Duftreis. Als Nachspeise passt beispielsweise ein Joghurt-Limettenmus. Guten Appetit!